Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Gas Station Simulator. Wir haben das letzte Mal die Tankstelle ausgebaut auf die nächste Stufe, also auf die Stufe 5. Und jetzt hängen natürlich hier so die Regale ein bisschen dumm da und unter anderem auch zum Beispiel dieses Bild hier. Machen wir einfach dahin und fertig. So, wir müssen natürlich die ganzen Regale jetzt erst einmal wieder umplatzieren und müssen die natürlich auch wieder füllen, dass die Kunden glücklich sind. Gibt da wegen was zu tun. Aber das ist auch in Ordnung. Also meine drei sind hier am Machen. Das heißt, wir können uns darum kümmern, dass wir die Regale umstellen. So, nehmen wir mal das da. Und das ist schön, wenn ich dich einfach nur hinterschieben kann. Aber ich probiere es ja immer, dass ich... ein bisschen gerade ist es. Zumindest habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen gerade ist. Naja, gut. Nicht wirklich, ne? So, schnappen wir uns mal die hier. Die ist wirklich gerade jetzt. So, ich darf dich bloß nochmal aufheben dann. Wenn du erst einmal hier bist. So. Okay. Schade, dass man da nicht wieder was rausnehmen kann, ne? Bisschen schade. So, schauen wir mal. Place all, place all. Keine Produkte mehr. Wir haben nichts zu knabbern. Wir haben keine Ding mehr. Wir haben das nicht mehr. Wir haben gar nichts mehr. So, schauen wir mal, ob wir in der Werkstatt was reinmachen können. Ich bin halt komplett leer, ne? Und da geht es nicht einmal um die... ums Geld jetzt, weil da haben wir jetzt halt wirklich genug... Sondern es geht tatsächlich jetzt halt um den Ausbau, um den Lagerplatz. Schauen wir mal. Es wäre nice, wenn wir das Lager jetzt... Jawohl, danke. So, und dann bekommen wir Inventur 400, Treibstoffkapazität plus 300. Danke schön. Das tut gut. Das Warehouse. So, wir bestellen gleich einmal einen Sprit. So, tanken. Es sind nämlich nur noch 145 drin. Das sollte gerade reichen. Das sollte gerade reichen. Schauen wir mal, ob ich die Meisterin hier schaffe. Weil der ist ja recht schnell mit dem Tanken da. Jawohl, 17,60 Dollar. Wunderbar. So, dann schauen wir mal wegen den Artikeln, die wir noch bestellen können. So, Lieferung. Wir fangen an mit den Autoteilen. Naja, gut, 60 Dollar haben wir ja schon mal gesagt, das ist noch gut, weil für 80 verkaufen wir die. Wir haben nur noch 7 Stück auf Lager. Ich würde jetzt ja sagen, wir machen 13. Was geht denn anders? Kratzerentferner. Da haben wir noch 19, also bestelle ich mal einen. Autospiegel, mache ich mal zwei. Motoröl haben wir immer noch recht viel. Batterien, ja, haben wir eigentlich auch noch, also können wir die Bestellung mal raushauen. Produkte gehen wir mal durch. Jetzt haben wir halt auch Teddybären und so ein Zeug drin, ne? Ich komme so schon gar nicht hinterher. So, bestellen wir einmal das, einmal das. Das ist halt auch ein bisschen einfacher, muss ich sagen, wenn jetzt halt irgendwas fehlt und vom Lagerplatz her kann man da halt optimal jetzt halt gucken, ne? Eis, da fehlt. Da fehlt. Autopflege, können wir das danach kaufen und das da. Zeitungen, da haben wir gar nichts mehr. Hüte und so weiter, das lassen wir. Gut, dann bestellen wir einmal. Dann gehen wir mal nach hinten und machen den Tanker auf. Na? So. Schauen wir mal, wer hupt, wird geknackt. Frechheit. Jawohl, gut.
21. Oh, cool. Was? Da fehlt aber echt bloß ein Millimeter, oder? Na, der bricht ab, weil der wahrscheinlich jetzt ja gleich wieder losfährt. Nee, keine Chance. Der bricht immer wieder ab. Oh, dein Freund und Geldgeber. Yes, dankeschön. Wenigstens jetzt halt mal den Anfänger. Wunderbar, das sind nochmal 5 Dollar und der ist ja gerade erst ausgestiegen. Jawohl, also das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid alle noch gut, okay. Einmal Lagerhaus. Hui, danke. Und ihr seid sogar mal richtig hingekommen an den, an das Tor. So, tschüss. Kasse, Kraftstoff, neue Mail, Telefonschild, die Autos hupen. Ja, das ist das Leben auf der Route 66. Ich glaub's zwar nicht, aber... Jawohl, der letzte. Jawohl, mach dich vom Acker. So, müssen wir mal wieder gucken hier. Abfallmäßig liegt nämlich da was rum. Dann können wir nämlich auch die Toiletten wieder ausbauen. Das ist das Nächste, ne? Ja, das ist einfach weggekickt. Nee, Quatsch, Besen. Nee, 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 nee. Der war hartnäckig jetzt, der Fleck. So. Noch irgendeine Lieferung? Nee, ne? Wir können jetzt eigentlich schon wieder alles placen. Oder zumindest halt was geht. So, schauen wir mal. Da hauen wir was rein. Da hätte ich was reingehauen am liebsten. Da passt eh nicht mehr viel rein. Place all. Place all. Ach, so gefällt mir das. Keine Produkte mehr. So, hier sind wir ja wieder voll. Gut. Was ist denn los? So. Ach, das ist doch super. Nein! Oh. Hast du zufällig gerade einen Lackschaden? Oh, verdammt. Naja gut, ich kann den hier droppen und halt dann aufheben, wenn ich mal hier Werkstatt mache. Dann geht es schon. Dann lasse ich die einfach liegen, wenn ich irgendwas... Hier ist es halt nicht machbar, ne? Hier, wenn ich irgendwas rausnehme aus dem Regal, dann kann ich es wegschmeißen, weil ich es nicht mehr platzieren kann. Wenn ihr natürlich wisst, wie ich das vielleicht wieder reinbekomme, dann sagt es mir gerne. Würde mich freuen, wenn das irgendwie möglich ist, weil wenn ich jetzt halt hier hingehe und klick, dann habe ich nämlich jetzt diesen dummen Beutel in der Hand. Und ich kann den hier nicht mehr placen. Doch, kann ich. Okay, ich habe nicht gewusst, dass das funktioniert. Ich dachte, das wäre dann halt weg. Teste ich das mal. Ja, es geht. Ha! Ich dachte, ich muss es wegschmeißen. Okay, also. Emily muss auf jeden Fall jetzt mal in die Pause. Leg eine Pause ein. Den Knirps kann ich da machen.
Wait. Ja, ist ja in Ordnung. Passiert. Ich habe halt mal daneben gegriffen. Meine Güte. So, wir können ja auch noch Wohnwägen herstellen. Das heißt, wir könnten sogar unsere Angestellten abwechseln, wenn wir nochmal zwei Wohnwägen mit hinpacken. So, schauen wir mal ganz kurz wegen der Mail. Der Copy kann warten. Nicht der Hauch einer Ahnung, nicht der. Nur mein Neffe, es gibt nur einen Sinn. Paket, das Spielzeug enthielt, hatte weder einen Absender noch eine Inhalt. Okay, keine Ahnung. Raus. nimm den Telefonanruf entgegen. Das machen wir sofort. Weil wir wollen ja auch wissen, was wir jetzt halt als Aufgabe haben. Halt. Du bist noch am Tanken-Tour, ne? Dann machen wir mal ganz kurz hier den Meister. 202, das war wahrscheinlich die Werkstatt. Die Werkstatt wirft halt richtig Geld ab, aber Verdienst ist halt nicht sehr hoch, ne? Ach komm jetzt. Willst du mich veräppeln? Es ist halt ein Millimeter, ne? So. Juan, sobald du ihn da fertig hast, geht's ab in die Pause für dich. So, da kommt zwar der nächste wegen dem Tanken. Es steht noch keiner an der Zapfsäule. Dann könnten wir eigentlich mal ganz kurz das Telefonat abhören. I must admit, the progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family. A business partner. But still, you owe me some cash, don't you? Relax. Echt? Once you have the money, just call me. No rush this time. No rush this time, sagt er. Ja, ich meine, das Geld habe ich ja. Das wäre jetzt halt kein Thema. Aber es tut halt weh, ey. 5000, wow. So, machen wir dich mal noch ganz kurz fertig. So, ich mach dich jetzt voll fertig, ey. Ja. Daneben gegriffen. So, schauen wir mal. Nachricht. Das war's. Viel Glück. Viel Glück, kleiner Neffe. Ah, das war das letzte quasi. Mit dieser Überweisung sind die Schulden getilgt. Und mit Dienstleistungen, Darlehen. Haben wir ja nichts. Melde dich bei deinem Onkel. Okay, warte mal, wir laufen nochmal hin ans Telefon. Kunde in der Werkstatt. Yes! Errungenschaft freigeschaltet: The Dust Bowl. Und das halt wieder des Nächtens, ne? Super. Hui! Er greift nicht zu. It's amazing. And you've got all the money? Great. That's mighty kind of you. Best of luck, and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerk. Go check out your parking area. Peace. Okay. Was ist das? Okay, schauen wir mal zur Werkstatt. Machen wir halt mal das da schnell. Kunde an der Werkstatt? Wo? Da ist kein Kunde an der Werkstatt. Irgendwas passt da wieder nicht, ne? Moment, Management. Einmal zumachen. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Weil dann sollte der Kunde nämlich... nein.
Und sollte der Kunde nämlich weg sein, machen wir mal den da ganz kurz leer. Ach, da bist du. So, schauen wir mal hier. Okay, dann können wir die Toiletten noch freischalten. Schwupsdi, wupsdi. So. Also man braucht im Grunde nicht einmal alles, ne? Mehr Info, kostet 8000, Alter. So, da haben wir ja das... Ach so, ich brauche da 5000, dann kann ich es nochmal aufrüsten, alles klar. Wie schaut's aus mit der Werkstatt? Die können wir aufrüsten. Die können wir auf jeden Fall aufrüsten. Das machen wir jetzt. Jawohl, Erfolg gibt es da keinen. Es kommt schon wieder kein Kunde, ne? Das ist schon wieder so super verdächtig. Ja, neues Level. Cool. Wir haben dann nochmal 500 und nochmal 200. Das ist toll. So viele Upgrades. Ah, da kommt ein Kunde, okay. So viele Upgrades. Also das ist dann nochmal eine Stufe höher. Und das, wie gesagt, das lasse ich jetzt, wie es ist. Angestellte. Wohnwagen. Wir können freischalten den nächsten. Ein viertes Wohnmobil. Das Geld haben wir. Jawohl. Dann haben wir hier die Nummer 4. Servicler. Vielleicht solltest du das Band einfach nicht wischen. Und jetzt ist endlich mal dieses Fenster da seitlich weg. Wo schon immer steht, Aufgabe. So. Das letzte. Sprit haben wir definitiv noch genug. Weil da sind jetzt halt noch 500 Liter drin. 550. So. Und ich weiß nicht, wo der Kunde werkstattmäßig sein soll. Ich habe keine Ahnung, weil hier ist keiner. Ich weiß nicht, ob der irgendwo stecken geblieben ist. Das könnte natürlich auch sein. Na gut, schauen wir mal ganz kurz. Das interessiert mich nämlich nicht, ob die da jetzt hat. Was haben wir denn da? Auch noch nicht gesehen. Gehört das alles zu der Rennstrecke? Die Parkplätze habe ich ja noch nicht einmal alle frei, ne? So, Kunden an der Kasse. 13 Artikel. Ja. Gerade diese kleinen Dinger immer zu erwischen, ist echt eine Herausforderung. Jawohl, bin ich froh, dass es dir gefällt. So, warte mal. Wir machen jetzt mal Angestellte, sprich Aufgabe, bitte einmal Autos reparieren. Oh, Bezahlung, habe ich dich gar nicht bezahlt. Habe ich vergessen, ne? Jawohl, reparieren. Dich habe ich bezahlt. Du gehst tanken. Aufgabenliste, bedient die Kasse. So, dann werdet ihr jetzt auf jeden Fall gleich abkassiert. So. Ich weiß, achso, ich muss die Dinger noch aufmachen, ne? So, dann kann es laufen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, weil es steht immer noch Kunde an der Werkstatt mal 1.
Du weißt schon, dass du hier im... Prost. Wir sollten vielleicht auch mal den Müll irgendwann leeren lassen, ne? So, gucken wir mal jetzt wegen Angestellten. Und zwar einstellen. So, Silja, die hat schon Level 5 bei der Reinigung. Eismaschine. Reinigung 5 und Eismaschine. Aber ich bräuchte noch mal jemanden für Kasse, Reparatur, sowas. Samuel wäre für die Kasse gut, ne? Ja. Ich mache mal den Samuel. Den stellen wir ein. Und dann kann ich die zwei nämlich abwechseln. Emily und Samuel. Die zwei. So. Wunderbar, so kürze ich das. Ausruhen. Dann schauen wir mal, was wir hier vielleicht noch platzieren können. Okay, das ist voll. Nee, wir müssen nachbestellen. Ich habe aber jetzt nur 1200 Dollar, ne? Das ist halt gar nichts. Wie schaut's denn aus beim Sprit? 1000 Liter können wir insgesamt. Wenn ich 500 bestellt, sind das jetzt schon mal 1100, ne? Okay, bestellen wir. Dann haben wir auf jeden Fall erst einmal unser Ruh. Bist du einfach? Nee, du bist ein Meister. Da brauche ich jetzt Glück. Yes, ich habe Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt. Dich kann ich nicht aufknacken. So, dann schauen wir mal zu dem. Ein Einsteiger. Nummer 6 Dollar. Jawohl. Jeder Penny ist gut. Da muss ich jetzt vielleicht mal lieber auf die Seite. Die Spritlieferung kommt. Ups, jetzt wollte ich ganz geschickt da drüber hupsen. So, mach hin. Komm. Es wird immer noch Kunde an der Werkstatt angezeigt. Ich denke mal, ich muss speichern und laden. Ansonsten wird es nicht weg sein. Weil da tut sich nichts. Wir machen das jetzt auch einmal hier. Zack, speichern. Wir machen natürlich einen Empty Slot. Und halt. Und dann bitte einmal laden. Dieses hier. So, weil das ist sonst ein Quatsch. Die hängt in der Werkstatt rum, bekommt Geld, aber es fährt kein Auto rein. Es wäre cool, wenn die das im Spiel so gemacht hätten, dass man tatsächlich selber die Sachen auch aufbaut. Das wäre super gewesen. So, Kunde Kraftstoff neben der Tankstelle wird geliefert gerade. So, wir müssen wieder schauen, dass wir Reinige machen hier. Reinige, Reinige. So, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir Geld machen. Und zwar nicht wenig. Ich werde mich deswegen so ein kleines bisschen drauf konzentrieren, dass ich Autos knacke. Dich habe ich schon gehabt, dich habe ich schon gehabt, dich habe ich schon gehabt. Deswegen, dich habe ich nicht, okay. Kann nicht geöffnet werden. Ach so, weil ich ja gerade erst geladen habe. Und die neuen Autos, die kann ich nicht öffnen. Da muss ich ein bisschen warten.
Der muss doch jetzt schon langsam hier abgefüllert haben, oder? Habe ich den... Ich habe doch den erwischt, oder nicht? Hm, na gut. Ja, es staut sich wegen... Ist kein Thema. Ha, dich kann ich. Wunderbar. Ich meine, es ist halt wirklich, ne, wenn ich drei Autos knack mit 15 und schon habe ich fast einen 50er. Das ist schon nicht schlecht. Da ist es halt immer nur Kleinbeträge, aber auch das macht Mist, ne? Vor allem, wir sind jetzt Tag 31. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Erfolg gibt, wenn man das früher schafft. Na komm. Willst du mich jetzt veräppeln? Du bist ein Einsteiger. Das gibt's nicht, oder? Also so lange habe ich noch nie gebraucht für einen Einsteiger, ganz ehrlich. Ach nee, der war mittel, ich weiß es jetzt nicht. Wahrscheinlich als Einsteiger gesehen, aber dabei war es eben Mittelklasse. Achso, du fährst gerade weg. Ah, es wäre zu schön, wenn man das Gehupe ausschalten könnte, ehrlich. So, bei dir kann ich nichts knacken. So, wir könnten mal Emily bezahlen und einmal in die Pause schicken und könnten dafür unseren neuen Angestellten hier mal an die Kasse schicken. So. Boah. Also heute war wirklich Tohuwabohu. Heftig. So, ich kann nicht ran, ne? Genau. Also das scheint zu funktionieren alles. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen mehr Geld. Gehen wir nochmal drauf, Wohnwagen, und kaufen mal gleich den nächsten. Und schauen dann gleich mal hier wegen Einstellen. Wen haben wir denn? Den Jan und den Georg. So, ich brauche an der zweiten Stelle jemanden, der tanken kann. Und tanken kannst du, also wirst du eingestellt. Mir geht es da nämlich darum, dass ich Kasse, Tanken, Werkstatt und dann wieder Kasse, Tanken, Werkstatt. So komme ich nicht durcheinander. Ja, es läuft. So, schauen wir mal. Hier einen kleinen Knacker. Jawohl. Immer ran. Schnappt euch den Parkplatz, der frei ist. Du fährst gerade weg. Du bist gerade her. Jawohl. So mag ich das. Und so mag ich das noch mehr. Dich habe ich ja gerade. Vor allem, wenn wir jetzt so viele Leute haben, dann können wir vielleicht das nächste Mal wirklich anfangen und mal ein bisschen die Wände streichen. Das wäre doch mal was, hä? Schauen wir erst doch mal wegen Müll. Jawohl. Ach, Toiletten wollte ich ja auch noch ausbauen. Also das, wenn wir jetzt noch machen können, das wäre cool. Dann hätten wir heute wirklich so ein richtig fettes Upgrade. So, Einrichtungen, sonstige.
Den Parkplatz lassen wir mal noch ganz kurz. Genau, hier, Toilette für 300. Und die nächste kostet nochmal 300. Dann machen wir das auch. Dann haben wir nämlich die Toilette voll ausgebaut. Cool. Hier können wir nichts weiter machen. Da gab es vorher, glaube ich, noch Deko. So, Bushaltestelle eh nicht. Dann wäre jetzt eigentlich nur noch hier die Parkplätze, ne? Für 509. Machen wir. Den mache ich erst einmal frei. Den machen wir erst einmal frei, würde ich sagen. Vor allem jetzt brauche ich auch keinen Schiss mehr haben, wenn der Bus kommt, dass Emily dann nicht ausgeruht ist. Obwohl die jetzt ja schon wieder ausgeruht ist, ne? Wahnsinn. So. Wir könnten allerdings jetzt mal ihn hier zum Tanken schicken. Ihn hier bezahlen und in die Pause schicken. Wisst ihr was? Jetzt schauen wir noch. Was kostet denn der letzte Wohnwagen? 777. Machen wir. Und damit haben wir dann tatsächlich alle Wohnwagen. Kannst du Autos reparieren? Du bist auf Level 3, ne? Es sind noch 5 Minuten, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich denke dran. Das ist cool, weil sauber machen kann ich. Das sollte kein Problem sein. Produkte haben wir auch nichts mehr. Ne, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Wir werden noch den sechsten Mann oder die sechste Frau, den sechsten Mitarbeiter mit reinholen und dann passt das Ganze. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.